Hey ho, meine Lieben, zum neuen Video. Der heutige Titel lautet Feuer, Holz und Dosenbier. Was haben wir gesagt? Hochbeet, Holz und Farbe. Richtig. Hochbeet, Holz und Farbe. Das ist der heutige Titel. Jo, Manu hat schon angefangen, die nächste Schwuppskarre voll zu machen, damit wir mit der Hochbeete weiterkommen. Ich werde mich gleich ums Holz weiter kümmern, damit ich danach dann vielleicht noch ein oder zweimal die Wand streicheln darf, kann oder darf, so ähnlich. Ja. Kann. Wechsel Kommentare, dass wir Haufen Erde für die Hochbeete brauchen. Es war uns vollkommen klar. Das wissen wir ja auch. Ja, also. Wir sind ja noch lange noch nicht fertig. Richtig, richtig. Und es kommt nur noch ein Hochbeet nebenhin. Und zwar ein 2 Meter langes. Und da holen wir wieder frisches Material. Ungefähr genauso viel, wie wir jetzt schon geholt haben. Zeige ich euch schnell, weil... Komm mal her. Ja, mit deinen Dreckhandschuhen. Hau ab. Da ist ein Haar im Mund. Boah, da kommt's mit den Dreckhandschuhen daher. Für die Zwischenschicht, also das ist ja dann die alleroberste Schicht, für die Zwischenschicht haben wir uns noch hier diesen Bio-Pflanzkompost geholt, auch nochmal 4 Säckle pro Hochbeet 2. Auch das wird dann mit normaler Erde noch gemischt. Und ja, dann gehe ich mal davon aus, dass wir die Hochbeete heute hoffentlich endlich voll kriegen. Gut. Aber ich mache mich jetzt ans Holz. Die Feuerstelle ist, ja, das Wasser so weit abgelaufen. Das kann ich nämlich auch gleich wieder anfeuern, damit ich den Restmüll hier loskriege. Also morsches Holz und Co. Das Loch muss ich auch mal größer bohren da unten. Ja, und Attacke, Leute. Ich hole euch später wieder mal dazu. Leute, was ich euch noch zeigen wollte. Haben wir ja gestern gesagt, mit den Komposthäufen, in den Haufen auch bloß Müll und Scheißdreck drin, muss ich wegfahren, definitiv. Dann kommt der Scheißdreck weg. Und in dem hier, da haben sie ganze verkohlte Balken unten reingeschmissen. Das große Zeug habe ich ja schon alles rausgeholt. Also sowas von asslig. Aber zu mir noch gesagt, oh ja, unsere Komposthäufen, da hat man gutes Zeug, ja. Aslik. Ja, das wollte ich noch sagen. Und jetzt mache ich weiter. Erst einmal ein kleines Feuerchen, morsche Holz wegheizen noch nebenbei. Schauen, dass die Kohlenreste wieder hier trocknen. Und ja, es geht weiter. So Leute, das restliche Lagerfeuerholz schmeiße ich einfach bloß vor den Schuppen und Decks ab. Hier hat Manu schon fleißig wieder nachgefüllt. Oh ja, und da hinten geht es nachher weiter. 2 Stück. 2 Schubkarren hast du rein? Ja. Sauber. Um zu gucken, wie es aussieht. Ja, aber jetzt hauen wir uns erstmal eine schöne Bratwurst mit ein bisschen Salat rein. Richtig. Ja. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ja, viel habe ich nicht mehr zum Kleinen hacken. Und dann kann ich vielleicht auch noch heute zum Streichen anfangen. Schauen wir mal. Ich hoffe mal. So, Ruderle, hier bin ich jetzt soweit fertig. Hier ist auch gut was weitergegangen. Das ist jetzt das letzte Mal, dass die Erde mit dem Pferdemist vermischt wird. Ein bisschen zumindest. Und danach gehen wir dann über. Bio-Pflanzkompost als mittlere Schicht im Hochbeet. Ja, pro Teil 2 von den Säcken. Und danach wird halt wieder mit Erde aufgefüllt und das Zeug hier mit der Erde gemischt wieder. Und so bauen wir uns jetzt das Hochbeet so weit hoch. Ja, dass wir vielleicht
ein bisschen unter der Kante bleiben, definitiv. Aber sieht schon mal sehr gut aus. Hast du ganz, ganz, ganz fein gemacht. Der Wettergott meint es nicht gut mit mir, oder? Mit uns. Mit uns. Ich hol gerade die... Siehst du? Jetzt geht's los. Ich hol gerade die Farbe raus. Ja. Stell den Farbkübel draußen hin. Und dann fängt es ein bisschen an. Richtig. Scheiße. Tja, meine Lieben, das war's heute mit dem Video. Wir fahren jetzt nach Hause. Ja, gerade ist eine Regenpause. Da könnte man schnell raussausen. Oder was sagst du dazu? Ja, es regnet immer noch. In deinem jugendlichen Leichtsinn. Machen wir Feierabend. Eigentlich überhaupt keine Lust. Zum Feierabend machen. Ja. Ja, hilft nichts. Draußen brauchen wir heute nicht mehr viel machen. Also dann mach mal Winke Winke, sag Tschüss. Tschüss. Tja Leute, so ist es halt. Aber ich fahre jetzt wir fahren nach Hause. Und da kann ich dann meine Dachpaneele auch noch ins Auto einladen, weil die müssten mittlerweile auch da sein. Die Schrauben sollten halt auch noch kommen. Und wenn es morgen regnet, kann ich das Dach nicht machen. So schaut's aus. Wir werden sehen. Tschaikowski. Bis zum nächsten Mal. Unterbrochen durch den Regen.